Herzlich willkommen alle miteinander zu Episode 47 von Hogwarts Legacy. Wir machen in dieser Folge weiter mit der nächsten Questline, und zwar die von Poppy. Die werden wir wahrscheinlich abschließen. Dazu müssen wir in den Forbidden Forest gehen. Doran ist schon da. And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas and yet only run so deep. Jetzt nicht so hilfreich, dieser Spruch. Kannst du mal die Frage beantworten? It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did. And I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best. Deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once. On a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers. The poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone, and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. Du redest so viel Müll für meine Begriffe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Aber ich muss ihm ja nicht glauben. Okay. Also das war jetzt einfach nur dieses Gespräch und Poppy bleibt hier stehen und redet noch mit dem und wir gehen jetzt halt einfach unseres Weges. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn das Ziel? Okay, es gibt kein Ziel. Das war jetzt halt einfach nur ein Gespräch. Das heißt, ich kann jetzt mit irgendwas anderem weitermachen. Ja. Dann würde ich mal sagen, ja, wir begeben uns hier auf der Westseite der Karte weiter nach Süden.
Ich meine, er hat uns ja ein Ziel genannt. Warum kriegen wir dann keine Quest, keine konkrete? Revelio. Jetzt können wir uns mal da drüben diesem großen Gebäude da widmen, dieser großen Ruine. Was ist das? Ein Zelt. Aber sonst nichts. Nichts Interaktives. So, das ist der Ort, wo wir mit Nettie gekämpft haben. Aber wir konnten ihn halt da nicht weiter erkunden. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ah, ich muss mal wieder solche Behälter hier anzünden. Wo sind die anderen? Da ist noch einer. Da ist einer. Wo ist der dritte im Bunde? Revelio. Ah, da drüben. Okay. Nicht getroffen. Merlin himself would be proud. Revelio. Warum ist das Ding hier nicht interaktiv? Es ist interaktiv, aber es wird nicht gezeigt von Revelio. Oh, 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 oh. Zombies. Bombarda. Ach, Mist. Falscher Spell. Confringo. Okay, wieder mal ein paar Rätsel. Ah, okay. Glacius. Warum ist denn überhaupt Glacius da unten? Das ist immer Arrest of Momentum. Bombarda! Revelio! Nun denn. Accio! Warum sind die da jetzt gerade echt die entscheidenden blau markiert worden? Keine Ahnung. Revelio. Scheint so. Accio. Ja, das probiert. Das ist. Ja, hat was Gutes hervorgebracht. Und. Hier schätze ich mal, wäre eh nur eine Spinne rausgekommen. Da hinten in dem
Sack ist wahrscheinlich eh nichts Wichtiges drin. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch versuchen, noch mehr Schalter zu betätigen, um die letzte Tür da zu öffnen, aber das ist mir nicht wert. Ich habe ja den eigentlichen Schatz des Dungeons geholt. Gut. Ich glaube irgendwie immer noch nicht so ganz, dass da nicht mehr passiert ist. Jetzt habe ich plötzlich wieder diese Doran-Quest. Warum ist mir die nicht vorhin direkt gegeben worden? Hier, da müssen wir hin. Also ich würde mich schwer wundern, aber das wurde doch gerade eben vorhin, als ich die Quest gesucht habe, nicht angezeigt, oder? So, ich hab mir auch gedacht, dass wir hier hin müssen. Ja? Komm her. Noch einer? Oh, gerne. Ich muss sowieso noch für meine Challengers noch ein paar Mongrels an Jordan schicken. Und ich glaube auch für die Feeds brauche ich auch noch ein paar Erfolge. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there. Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Ich meine, ich kenne den ganzen... Can you believe it? Actual Snidgets. Ich kenne den ganzen Ort hier ja schon. To be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we should be gone. Ich meine, ich habe hier schon gegen Viecher gekämpft. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich hier auch schon Poacher gesehen, ne? Also... Greetings. Bin mir nicht so sicher, ob das stimmt, was sie da sagen. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Okay, das ist jetzt ein nettes kleines Rätsel. Ich weiß, beim ersten Mal habe ich da ganz schön geknabbert. Obwohl es eigentlich relativ einfach ist, aber ich glaube, es gab da auch irgendwie so leichte Bugs. Also, wir müssen jetzt irgendwie die Symbole hier, die hier auf dem Rahmen sind, irgendwie entsprechend nachahmen. Also. I wonder if the pillars move at all. Ja, sie bewegen sich schon mit Akio. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir... Akio! Ah, wir müssen Schatten produzieren. Okay. Ein Schatten zeigt hier drauf. Und der andere zeigt wahrscheinlich auf dieses Schlüsselsymbol. So. Jetzt ist schon mal dieses Sonnensymbol hier aufgeleuchtet. Und das andere Symbol ist wo? Das ist das hier. Akio! Did it! Look, Doran, a doorway! I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. Was weiß er, was wir nicht wissen? If the Snidgets are here,
The herd will want to see the truth of it for themselves. Elik especially. Go on without. Sie glauben ihm nicht. I will rejoin as soon as I am able. Ich kann mir kaum vorstellen, wie ich damals so lange gebraucht habe für dieses Rätsel. Vielleicht war ich auch einfach nur mega ungeduldig. Revelio. Ich meine, jetzt war das richtig einfach. Wo ist sie denn? Ah, da. Warum ist sie so weit hinter mir? Warum ist sie nicht neben mir? Okay. Schauen wir uns mal um. Sieht wieder so aus, als hätte hier jemand gelebt. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place Revelio. Must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always Incendio. Felt impressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. Revelio. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Mhm. Akio. So. Wingardium Leviosa. Ja, komm her. Ah. Yes. Leviosa. Na, so kann man es natürlich machen, na klar. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Revelio. Wie das wieder lange gedauert hat. Auf diese Idee zu kommen. Aber wenigstens bin ich drauf gekommen. Ah, die Collection, Collection Chest. Die letzte Collection Chest in Hogwarts Valley. Geilomat. Okay, dann hier mal abseits des Beaten Path. Wir brauchen eindeutig. Achso, ich kann mich noch nicht. Lumos. Auch ein Lumos. Incendio. Lumos. 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 Was haben wir hier? Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your Gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Lumos. Warum habe ich das Gefühl, dass das auch ihr Bereich hier ist? Also, dass es hier von ihrer Großmutter, dass es ihr gehört und dass die hier gelebt hat. Warum sollte das anders sein? I'll wager this isn't Revelio. The it seems to be. But how to get through? Ah, yes. Leviosa. Revelio. Ich meine, mit diesem Trick hätte ich so viele Male vorher schon andere Sachen schaffen können. Und er hält ja auch richtig lang. Was will ich denn da hinten? Was ist denn passiert? Wingardium Leviosa. Leviosa.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Okay. Also, da gibt es jetzt zwei Würfel sogar. Und der hier braucht Glacius. Glacius. Und der andere, der braucht Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Warum hat er jetzt plötzlich den Fokus verändert? Incendio. Of course. How clever. Das sind keine Snitches, das sind Krähen. Revelio. Aber sie tun nichts. Little puppy's waiting. Forgot how to cover your track. What was that? Oh, poachers. No. I'll check your pocket. Komm, ihr sollt euch mal ein bisschen zu mir bewegen. Die sind so schnell tot. Oh, die sterben schon von einem einfachen Stupefy. Two of you unharmed. I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. Revelio. Against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Mhm. Auf einmal. All the events you divined. Ah, da hinten ist noch was. Revelio. Der nächste große Raum. Passiert da ein bisschen was anderes, bisschen mehr. Remains is to break the charm. You want us to? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Und warum?
Because reasons. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Beep, beep, beep. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Jetzt sind sie ja gar nicht mehr interaktiv. Also, beziehungsweise interaktiv sind sie sowieso nicht, aber sie tun nichts. Sie bewegen sich nicht, sie sind nicht animiert. Revelio. Schade, weil die waren gerade echt wirklich süß. Okay, ja, das ist jetzt halt die Quest gewesen. Ja, nicht so viel passiert. Außer, dass ich jetzt irgendwelche kleinen magischen Vögelchen gefunden habe. Ach, toll. Ich kann mich hier nicht draus apparieren. Ja, soviel zu dem Thema. Ich muss hier wieder rauslaufen. So, da ist der Ausgang. Aber das scheint wohl noch nicht das Ende der Questline gewesen zu sein. Sonst bin ich ziemlich sicher, dass es auch dafür noch ein Achievement geben wird. Okay, ja gut, dann können wir natürlich damit weitermachen, was wir vorhin noch zwischendurch gemacht haben, nämlich den südlichen Teil der Karte weiter zu erkunden. Dann wollen wir mal. Dann nehme ich jetzt hier diese Ruine auseinander. Oder weiter auseinander. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Oh, Infantry. Confringo. Incendio. Revelio. Hatte ich vorhin hier nicht irgendwie... Ich dachte, ich würde hier Poacher oder... Okay. Was auch immer. Oder Eschwein das sehen. So, hier sind die Stallungen. Incendio. Bombarda. Revelio. Hello, Hamora.
Revelio. Ja, da war noch irgendwo so ein Typ. So ein Untoter. Incendio. Revelio. Ist auf der anderen Seite hier auch noch irgendwas oder ist da einfach nur eine Mauer? Ne, da geht's tatsächlich raus, aber wo es da hingeht, wissen wir nicht. Oh, das sieht hier nach einem Dungeon aus. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Okay, da unten sind noch irgendwelche Sachen, aber da komme ich wahrscheinlich später hin. Oh, hier geht's abwärts. Lumos. Alohomora. Oder auch schon jetzt. Revelio. Was ist das? Irgendwie kann ich mich nicht so recht an diesen Raum erinnern. Defender, Expelliarmus. Bombarder. Confringo. Das wollte ich die ganze Zeit. Revelio. Was ist das hier für eine Neben? Also das ist nicht einfach nur irgendein Raum. Hier passiert mehr. Revelio. Noch mehr. Confringo. Ich dachte die ganze Zeit, hier müsste man durch die Wand durch, aber hier hin. Außen rum. Wer bist du denn? Elsa Travers. Protego. Stupid. Incendio. Slam an airborne enemy with Descendo. Protego. Descendo. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Revelio. Mr. Wuthering, I can hear the inquiry that Thana summoned drawing closer. It has been an honor to work for Gringotts as a curse breaker.
I should have noticed that Thana could no longer be trusted. She was my partner, after all. I hope you will forgive me for falling short in that regard. Please tell my family that I've died fighting Futin. Aloha, Mora. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass gesagt hat, wait till I tell Sebastian and Ashwinder. Erstens mal kann ich sowieso Sebastian nichts mehr sagen, weil der ist jetzt vor Gericht im Ministerium, aber ich dachte immer, Ashwinder wären irgendwie relativ common. Hätte ich mich mal mehr mit beschäftigen müssen, was Ashwinder überhaupt sind. Irgendwelche bösen Zauberer, no doubt. Eine neue Karte! Okay, wo könnte das dann sein? Das ist hinter irgendeinem Wasserfall, das sieht man. Und da gibt es dann wieder ein Flipendo-Rätsel. Kann ich jetzt gerade erstmal nicht groß erkennen, wo das sein könnte. Ja, ich meine, im Notfall muss ich diese Dinger sowieso alle recherchieren. Might be interesting to see where this leads. First Tomb Cap Treasure. Revelio. Kann auch sein, dass ich das noch gar nicht entdeckt habe oder da noch gar nicht dran vorbeigekommen bin. So, erstmal anzünden. Incendio. Jo, was? Jetzt bin ich plötzlich oben. Was soll das denn? Da könnte ich doch auch einfach hinfliegen. Revelio. Naja, von mir aus. Trotzdem sehr interessanter Ort. Sehr herrschaftlich. Aber ich wollte jetzt erstmal hier eigentlich hier diesen Ancient Magic Spot hier noch machen. Das ist noch eine Kiste. Und hinten gibt es noch was zu fliegen. Revelio. Ach, ich darf hier überhaupt nicht fliegen. Okay. Ja, dann halt nicht. Ah, wenn man hier einmal drin ist, ist nicht mehr mit Incendio fliegen, beziehungsweise auch nicht mit hochsprengen. Wenn ich hier drauf springe, dann? Ja, dann geht's wieder. Okay. Aber mir muss es doch noch irgendwelche Treppen oder Leitern geben, um ein Level höher zu kommen. Ich muss es ja nicht immer mit Fliegen machen. Ah, es ist noch gar nicht wieder aktiviert. Nee, es ist aktiviert. Ja, hier geht's ja nur abwärts. Da will ich nicht nochmal hin. Ja gut, mein Gott. Warum soll ich was nicht nutzen, was mich sofort zum Ziel bringt? So. Ich gehe dann immer davon aus, dass die Entwickler eigentlich vorhatten, also dass der Spieler dahin geht, nicht den Besen benutzen soll, halt, sondern halt irgendwie einen anderen Weg nutzen soll, so wie es eigentlich intended war, aber so wie es aussieht, sollte man hier tatsächlich den Besen benutzen.
Okay. Im Crouchen kann man nicht rennen. So, jetzt geht's hier noch höher. Accio! Wingardium Leviosa! Naja, runterfallen sollte das Ding nicht. Weißt du was? Ich habe keine Lust. Revelio. Da unten ist auch noch irgendwas Großes interaktiv. Wahrscheinlich kann man das kaputt machen. Ah, da ist ein Raum, den man noch betreten kann. Und da unten ist auch noch eine Kiste. Alohomora. Ein Frosch. That wasn't so difficult. So, jetzt bin ich wahrscheinlich direkt unterm Dach, ne? So, ich habe alle Ancient Magic Spots gefunden und ja, aktiviert. Ich will hier wissen, was hier hinten ist. Ja, man kann es tatsächlich zerstören. Revelio. Aha, da oben ist ja auch noch ein Sack, den ich nicht geöffnet habe. Ich hätte das alles machen können, ohne diese ganzen Elemente. Alles nur mit dem Besen. Komm, steh auf. Geh einfach nur raus, so. Nun gut, dann habe ich jetzt hier auch alles gemacht. Ja gut, da sind vielleicht noch irgendwelche kleinen Revelio. Säckchen mit Gold, aber die interessieren mich nicht. Aber was mich interessiert, ist hier hinten dieses Fliege-Challenge. Merlin Trial Golf oder was? Minigolf. Revelio. Eine Fluflame. Nice to see you here. Oh, isn't the sea air refreshing? Revelio. Ist er nicht da hinten? Ja, da war er auch noch nicht hier. Dann guck mal auf die Karte, wo wir jetzt sind. Könnte man noch hier rüber gehen und dann hier
nach Süden fliegen. Werde ich nicht so ganz abgelenkt. Revelio. Back in glad rags on account of my light fingers. Patricus Totalus. Oh. Das war's mit Ihnen. Revelio. Revelio. Gucken, ob ich die vielleicht auch einfach avoiden kann. Mit denen jetzt nicht kämpfen. Er hat mich bemerkt. Akio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Nee, sie lass mich nicht in Ruhe. Bombarda. Potato. Leviosa. Descendo. Bombarda. Stupid. Slice a dangling duckbook. Defender. Keine Ahnung, was dangling ist, aber. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. I should investigate. Oh. Das ist auch eine coole Art von Rätsel. Ah. Revelio. Jetzt muss ich wieder das Ding darüber Accio. Wingardium Leviosa. Genau, so. So müsste das klappen. Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Flipendo. Nein, nicht. Nicht Accio. Flipendo. Revelio.
Flipender. Ne? Wieso stimmt das nicht? Okay, ja gut, von mir aus wird schon seine Gründe haben. Jetzt muss ich hier wieder irgendwelche Schalter hier mit Depulso irgendwie anschalten. Depulso! Der hat an. Und der hat auch an. So, und dann gibt's da oben irgendwo einen Eingang. Revelio. Oh nein, hier ist der Eingang. Das scheint es noch nicht zu sein. Nach oben, nach rechts, nach links. Ja, dann der wahrscheinlich nach unten, ne? Ach hier. Jetzt kann ich ihn nicht mehr bewegen. Doch, ich kann. Wingardium Leviosa. Ja, das hat's gebracht. Rustic Sleeping Cat. Cap. Revelio. Wieder mal ein Camp, das ich ausnehmen kann. Wer hat mich gesehen? Okay. Allow me to put you out of your misery. Wissen Sie, wo ich bin? Nee, Sie wissen nicht, wo ich bin. Sie sind einfach so her teleportiert worden. Trificus Totalus. Hey, for your information, I received an owl from her just the other day. It's been ages since I found anything worth poaching near Cragcroft. Das kann aber nicht wahr sein. Der sagt mir jetzt hier, ich sollte diesen blöde Wingwell Potion hier aufsammeln. Und kann den Typen nicht versteinern.
Aber es hat dann noch geklappt. Tja, der bringt dir deinen Stock auch nichts. Okay, ziemlich erfolgreich. Ohne irgendwelches Aufsehen zu erregen. Geil. Revelio. Das nächste bitte. Da hinten ist noch eine Plattform, sehe ich. Ach nee, das ist Teil der Wooden World. Die Wooden World. Das ist Teil der Merlin Trial. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt diese Kugel da den Hang hochzaubern. Oh Mann. Kleine Referenz an Sisyphos. Accio. Nicht Accio, Depulso. Depulso. Gucken, ob das so klappt. Naja, also. Ich glaube, ich rutsche hier weg, kann das sein? Ja, ich rutsche weg. Also, ich muss von hier aus zaubern. Aber es klappt ja bisher. Geschafft? Glaube ich. Also an diese Merlin Trial kann ich mich nicht erinnern. Die ist schon ziemlich einzigartig. So viel zum Thema Sisyphos. Den gibt es irgendwie in der Wizarding World nicht. Da passt dieses Sprichwort nicht. Revelio. Oder Redensart. Okay. Denn... Oh, da ist ein Hippogriff, denn... Oh, das ist ja ziemlich cooles Gefieder hier. Weiß-grau. You come to the wrong place. Was macht ihr da oben? They come after me. Oh, ich kann mich erinnern, dass es hier auch irgendeine Quest, die hier gemacht wird. Alohomora. Das habe ich noch nie gemacht. Eine Tür aufzuzaubern, während da jemand versucht einzubrechen. Im unsichtbaren Zustand. Gucken, was jetzt passiert. Ob der Typ jetzt irgendwas sagt. Die Tür ist eigentlich offen, aber... Er hat's nicht gemerkt. Und die Welt hat's auch irgendwie nicht gemerkt. Gearslots are full. Schlecht. Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht noch irgendwas einsammeln hier. Revelio. Rennen gegen die Wand. Ja, typisches NPC-Verhalten. The beasts are safer now. Okay, wo sind wir denn hier überhaupt? Das ist halt einfach nur eine Ruine.
Was ist das hier für ein Hippogriff Den? Niffler Den? Okay. Ja, ich habe immer noch keine Phoenix Den gefunden. Wenn es das überhaupt gibt, das kann natürlich sein, dass es das gar nicht wirklich gibt. Aber muss es geben, weil man kann Phoenixes auch breeden. Es gibt ja auch ein Achievement dafür. Okay. Ah, Poppy hat wieder eine Nebenquest für mich. Sehr gut. Curse. Ah, das ist sogar hier so eine richtige Nebenquest geworden. Aber ja, die andere davon habe ich ja auch die... Ach, hier die Hippogriff Marks the Spot. Ist ja auch so eine mit der Karte. Ja, okay. Ich würde aber gerne irgendwo noch ein Stück weiter kommen, damit ich hier die Flu Flame benutzen kann. Aber es gibt hier im Süden ja gar keine mehr. Also lohnt es sich jetzt auch nicht noch großartig weiter danach zu suchen. Es gibt auch keine, die sozusagen versteckt sind. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück nach Hogwarts. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich will eigentlich diese Quest hier machen. So, und wenn wir jetzt nämlich in Inventar schauen, kann ich das hier machen? Nee, ich muss direkt ins Inventar gehen. Dieses hier. Da sieht man, dass der ganze Ort, wo die Quest stattfindet, hier ist. Also, wenn man das jetzt mit der Übersichtskarte vergleicht, dann ist das ziemlich genau hier. Und auf dem Weg befinde ich mich ja gerade. Oh, ich habe sogar noch eine Challenge freigeschaltet. Jawohl. Exploration. Was habe ich dafür eigentlich bekommen? Additional capacity added to your ancient magic meter. Ja, geil. Landing Platforms, Constellation, ja, okay. Und es gibt noch ein Hogwarts Secret, das ich noch gar nicht gelöst und gefunden habe. Aber das könnte der Raum sein vom Headmaster. Aber keine Ahnung. Werden wir sehen. Oder beim Headmaster. So, noch irgendwelche Challenges? Ja, aber nicht unbedingt. Field Guide Pages, fehlen mir noch ein paar. Oh, ich muss noch ein paar Beasts rescuen, sehe ich gerade. Und zwar einige. Weil es gibt noch eine dritte Stufe und das sind mit Sicherheit auch nochmal 20 oder 30 oder 40 Beasts. Da hat man auch gesehen, es gibt noch 7 Relationship Quests. Es gibt noch 2 Infamous Foes. 6. Ich muss noch 6 Trolle töten. Und 13 Mongrels. Und insgesamt 10 Dueling Feeds noch machen. Ja, das ist aber alles machbar. Okay, gehen wir weiter im Text. Nach Süden auf diesem schönen Eiland. Revelio. Noch eine Plattform. An diesem emporragenden Felsen noch irgendwas Interessantes? Nicht der Fall. Aber hier sind noch Ballons. Revelio.
Ah, stimmt. Gearslots sind voll. Ja, okay. Da ich hier definitiv noch mehr Gearslots brauchen werde, werde ich erstmal hier verkaufen gehen. Warum werden die Ballons noch angezeigt? Die habe ich doch gerade eben zerstört, oder nicht? Oder habe ich da einen vergessen? Hm. Machen wir es gerade nochmal. Ah, ich habe tatsächlich einen vergessen. Revelio. Was haben wir hier unten für ein Den? Ein Niffler-Den. Oh, was macht ihr denn hier? Confringo. Let's play Predator and Prey, shall we? Accio. Descendo. No one takes the one of my own and lives to tell of it. Pathetic. Accio. Descendo. Revelio. Welches Gemälde ist hier entwendet worden von den Nifflern? Dass Ferdinand nicht von den Nifflern entwendet worden ist. Beware Spiders. Ich muss hier mal Flipendo wieder austauschen durch Incendio. Ignite a shooter as it prepares to attack. Protego. Stupid. Cursed fiends. Schade. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Wer kämpft hier gegeneinander? Mongrels. Warum machst du dich vom Acker? Ach, er geht außen rum, okay.
Aber er schafft es irgendwie nicht. Incendio. Accio. Descendo. Er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Revelio. Protego. Stupido. Okay, erstmal die Merlin Trial aktivieren. What do you have in store for me this time? Glühwürmchen. Oder? Ja. Lumos. Extreme Danger. Wovor? Wovon? Ah, da ist auch noch. Wie heißt nochmal diese Pflanze, die man mit Lumos sozusagen besänftigen kann? Ich hab ihren Namen Lumos vergessen. Hit a flaming spider to blow it up. Ja, gerne. Aber hier ist keine Spider mehr. Wo ist denn hier die letzte Pille? Da hinten. Okay. Devil's Snare? Ich glaube Devil's Snare. Lumos. What's that? Settled. Revelio. Oh, Poacher und Renrocks Loyalists. Obwohl Renrock eigentlich längst am Arsch ist. Gibt's immer noch welche. Och, Mann. Blöder, verdammter Bug. Okay, das kriegen die nicht hin. Haha, das war gar nicht mein Ziel, dass ich diese Dueling Feed direkt schaffe, aber war reiner Zufall. Revelio. So, dann hier unten ist die nächste Dungeon. Incendio. Hier geht's aber nicht rein. Okay, vielleicht muss ich den Troll töten. Gerne. Avada Kedavra. Avada Kedavra!
Revelio. Ich habe so ganz dumpf in Erinnerung, dass dieser, dass dieser Dungeon-Eingang irgendwie irgendwas Spezielles ist. Nicht, dass es buggy ist. Revelio. Revelio. Ah. Confringo. Was soll das darstellen hier? Felle oder ja doch irgendwie Felle, aber es sah auch irgendwie erst aus wie Gold. Revelio. This must be the castle where Miss Coffey's Niffler ran away. Now to find a way inside. Hier ist gar nichts. Also müssen wir erstmal hier checken, was passiert. Nehmen wir die Burg mal aus und gucken, ob wir da vielleicht irgendwelche Informationen finden, wie wir die Dungeon öffnen können. Now here's a sad looking place. Descender! Better have a look. Potato! Don't stupid fight! Leviosa! Incendio! Exposure! Levitate and Ashwin the soldier. How did that feel? Predactor! Incendio! Death from a Predactor! Bombarder! Expulso! Stupid! Little! Git! I shall end you! Expulso! Descender! Conductive, aren't we? Ouch! Leviosa! Expulso! Accio! Descendo! Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Revelio! Das mittendrin in der Merlin Trial. Dann machen wir die mal an. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ja, das ist glaube ich nur simpler Bombarder. Bombarder. Yes. Bombarda! Revelio! Bombarda! These castles hide all sorts of secrets. Revelio! Bombarda! An astronomy table.
Should prove useful once the sun's down. Ja, dann werden wir gleich mal Uhr ein bisschen vorstellen. Knowing Amit, he's likely studied here. Revelio. Jo. Ich kann nicht das Fenster aussteigen. So. Aber es gibt immer noch die. What went on here, I wonder? Es gibt noch den Marker für die Nebenquest. Das ist hier nebendran. Nach unten gibt es. Certainly looks to be the place. Eine Tür. Henrietta's Hideaway. I hope the Ashwinders haven't done anything with Rococo. Revelio! Where in Merlin's name am I? Incendio! Accio! Wingardium Leviosa! Incendio! Glacius! Revelio. There we go. These coins must have come from Miss Coffey's Niffler. Ashwinders. An aversion to the dark arts. Merely highlight. Should have expected company. Gucken, ob wir die vielleicht alle komplett stealthy aus dem Weg räumen können. I should follow the treasure to find that Niffler. Dracus Totalus. Someone messing about. Tja, sie kann nicht wirklich was tun. Komme ich hier hoch? Nee. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, da direkt hochzuspringen. Also gehen wir außen rum. Oh, da wird gekämpft. Da höre ich Infanterie. Okay. Gucken wir erstmal den Rest hier dieses Raums an, weil ich glaube, die da hinten, die kommen jetzt nicht wirklich raus. Revelio. Treasure. That Niffler's certainly leaving quite a trail. Was ist denn da oben? Okay, da kommt man anscheinend nicht wirklich durch hier, ja. Aber wie sieht's denn aus von der anderen Seite? I better watch my step in here. Eine Falle. Ein Kerker. Revelio. Mehr ist sie auch gar nicht. Ach, da unten ist noch eine.
Bombarda. Da ist noch irgendeine Truhe, aber ich glaube, die ist nicht in diesem Teil des Dungeons irgendwie zu holen. So, ich weiß, dass wir diese Feuer hier alle anzünden müssen, um ein Rätsel zu lösen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die Quest ist. Nein, das könnte die Dings sein, die die Quest für die Schatzkarte. Incendio. Deswegen machen wir die jetzt alle mal kurz an. Revelio. Incendio. Halt. Wenn ich da durchgehe, kann es gut sein. Nee. Ich dachte gerade, wenn ich da durchgehe, dass der Typ, der da noch ist, auf der Minikarte mich dann sieht, aber ich glaube, das ist ein komplett anderer Raum. Revelio. Ah. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Okay. Hier drin scheint es aber deswegen nicht weiterzugehen. Irgendwo wird dieser Schalter irgendwas verursacht haben. Jetzt wüsste ich noch gerne wo. Ich glaube, diese Tür hier ist jetzt auf einmal auf. Ja, diese Tür war vorhin nicht auf. Okay, aber was ich vorher definitiv machen werde, den Rest der Räumlichkeiten hier noch erforschen und vor allem da hinten hingehen, wo der Typ ist, damit ich den zur Not vorher auch noch auslösche, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob ich am Ende einfach wieder rauslaufen kann aus diesem Dungeon. Revelio. Wegen World Potions, ja, die brauchen wir natürlich nicht. Aber da ist trotzdem noch... Nee, das ist unter mir. Unter mir ist noch irgendeine... Ah, da ist eine Chest. Okay, da kommen wir aber noch hin. I don't trust Ranrock. I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. Björn? Na gut, dann wird das wohl nichts mit. What a dreadful lot. Ich hätte jetzt gedacht mit... Doch, damit kommt man durch. Aber ich glaube, er hat mich nicht bemerkt. Revelio. Ich hoffe es zumindest nicht. Ah, ich glaube, ich kann dieses Feuer hier... Nee, schade. Ich dachte, das würde sich vielleicht öffnen. Oh, more Ashwinders. Shit. Verdammt. Aber sie haben mich aber gar nicht bemerkt. Also sie haben mich bemerkt, aber sie haben mich nicht gesehen. Ich bin nicht aufgedeckt worden. Ziemlich cool. Komme ich da irgendwie hoch?
Zumindest ist es nicht von hier. Ich sehe hier auch nirgendwo eine. Ja, einen Gegenstand. Ja, das ist auch egal. Rise and warum stirbt denn nicht? Shame nobody saw that. Revelio. Okay, doch, da oben ist tatsächlich noch so ein Würfel, aber. Wie ich da hinkomme, wahrscheinlich von hier drüben. Mit Akio. Revelio. Ah, tatsächlich. Das ist der falsche. Accio. Der falsche Knopf. Der muss hier drauf. Levioso. So, was ist jetzt passiert? Nichts. Revelio. Zumindest ist es nichts, was ich entdecken könnte. Da unten hier, da ist nochmal ein Würfel. Und der muss wahrscheinlich das andere. Den anderen Schalter. Und ist da oben jetzt irgendwie eine Tür aufgegangen? Ist nicht der Fall. Ich komme noch nicht durch. So, also ich bin jetzt... keine Ahnung, ob ich den Würfel überhaupt hierfür brauche, den ich da aus dem anderen Dungeon-Teil geholt habe. Aber ich habe gemerkt, dass man hier weiterkommt, indem man einfach nur zu dieser Wand hingeht. Ja, das habe ich vorhin nicht probiert. Oh, eine neue Map. Okay. Ich muss mit Glocken ich erinnere mich. Ich muss mit Glocken eine bestimmte Notenreihenfolge, eine Partitur hier spielen, die man unten sieht. Okay. What's this? Aber nicht hier. Some sort of treasure map. So. Okay, da oben geht's wahrscheinlich nur bis auf die Empore. Wir jetzt erstmal diesen Würfel hier haben. Wenn sich dann bewegt, komme ich hier raus? Nein. Okay, Tür auf. Revelio. These coins must have come from Miss Coffee's Niffler. Oh, more Rushwinders. More treasure. The cocoa must have been through. This Niffler's a tricky one. Yes.
Revelio. So, jetzt kriegt er erstmal den Knapsack. Nein. Expelliarmus. Nein, nicht Expelliarmus auf den Niffler. No need to be difficult. I mean you no harm. Professor Howell never realized how tiring it can be to capture a Niffler. Ach, das ist der Eingang vom Dungeon. Okay. Die sind schon wieder da. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und jetzt geht's hier nochmal runter. Akio. Ah, da oben geht's durch. Glacius! Revelio. Nun gut. Aber ich brauche natürlich noch einen weiteren Würfel. Ah, der ist da hinten am Ende des Ganges. Akio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Das ist kein Niffler, sondern eine Ratte. Ah. Okay, aber das ist jetzt nicht unbedingt die andere Nebenquest gewesen. Aber jetzt brennen auch die Dinger hier nicht mehr. Schauen wir nochmal in die Karte rein, ob wir da irgendwelche Informationen kriegen. Also, wenn wir von vorne drauf gucken, muss der erste im Zentrum und der erste links muss erloschen sein. So, dann der hier muss, glaube ich, brennen. Also machen wir es mit Confringo. Und der hier muss jetzt noch. Perfekt. Let's see what we've got. Das war's jetzt echt. Hoffentlich wert. Ich habe Geld bekommen, eine Quest geschafft und einen Gegenstand. Und XP, das war wahrscheinlich noch mit das Beste. Okay, das ist es jetzt gewesen. Dann gehen wir erstmal raus. Und bringen kurz die Quest zurück. Oh, diese Episode ist jetzt richtig, richtig lang geworden. Oh, den möchte ich ja wenigstens noch kurz freischalten, damit ich den habe. Ja, und um diese Treasure Vault, den Treasure Vault muss ich mich auch noch kümmern. Machen wir jetzt aber definitiv nicht mehr in dieser Folge. Okay. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Das ist die Nebenquest mit Imelda, die ich hier machen kann, ja. Die habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Aber tatsächlich möchte ich das gerade überhaupt nicht, sondern ich möchte gerne die Flu Flame freischalten. War da nicht gerade eine?
Ist mir jetzt zu doof. Revelio. Hey, da ist tatsächlich keine. Warum, wie auch immer ich jetzt gerade auf den Gedanken gekommen bin, da wäre eine. Zwei. Drei. Ach. Revelio. Hier. Ist der fünfte Ballon. Wo ist der fünfte Ballon? Kamera, hilf mir. Wahrscheinlich hier in der Schlucht. Ja, da ist er. Oh, noch ein großes Castle. Revelio. Und da ist die Flu Flame. Oh, endlich. Gut. Oh, only I'm down. Jetzt geben wir erstmal die Quest zurück. My poor Rococo. Ich hab ihn. Miss Coffee, I found your Niffler. Oh goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. How's my sweet Rococo? May I have him back? Gegen Geld. It wasn't easy battling Ashwinders and finding a Niffler in that house. I've earned a reward. Oh, of course. I didn't realize you'd done all that. That was a lot of work. Anything for my precious baby. Anything. Oh, my brave little explorer. My greedy, greedy boy. Oh, I can't wait to get him home. Thank you again for what you did. From now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out. On a lead? Was einmal. Na gut. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute, bei Episode 47, einer besonders langen Episode von Hogwarts Legacy. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Macht's gut. Bis dann.